Servus und hallo, bei Bianca Klinger. In dem Video stellen wir uns die Frage, hört dieser ganze Impfpflichtswahnsinn doch bald auf in Österreich oder wird es doch weitergehen? In jedem Fall schauen wir uns da ein Interview an, auch vom Herrn Nehammer und ein paar andere Stimmen, wo man das Gefühl hat, wird es doch nichts. Andererseits zeige ich euch auch dann den Brief, den ich heute zugeschickt bekommen habe. Das ist ein Informationsblatt zum Thema Impfpflicht. Und auch da wird es natürlich argumentiert und erklärt, warum das Ganze eingeführt wurde und. Und auch da sind ein paar Schmankerl dabei, die ich gerne mit euch durchgehe. Also wenn euch das interessiert, dann unbedingt dranbleiben. Mit dem Herrn Nehammer hat es das große Interview bei der Krone gegeben und die interessanteste Aussage, die er getätigt hat, würde ich sagen, ist folgende. Karl Nehammer, ganz Österreich hofft, dass wir die Impfpflicht im Herbst nicht mehr brauchen. Das wäre das Schönste, was uns passieren könnte. Ja, da kann ich dem Herrn Nehammer natürlich nur zustimmen. Und auch sonst gibt es ein paar kritische Stimmen, so zum Beispiel oberster Arzt für Aussetzen der Impfpflicht. Da geht es um den Ärztekammerpräsident Arthur Wechselberger. Dann bei OE24 auf YouTube haben wir auch ganz spannende Videos, zum Beispiel Impfpflicht voraus, Kanzler macht Rückzieher oder dann EU sieht keinen Grund für allgemeine Impfpflicht. Warum gehe ich ausgerechnet auf OE24? Naja, in der Vergangenheit, wenn ich wissen wollte, was wird in Österreichs Schulen passieren, da war ich immer bei OE24 am besten informiert. Also die scheinen da geheime Informationsquellen zu haben oder weiß ich nicht, wie das funktioniert. Naja, dann habe ich aber gleichzeitig auch einen Brief zugesandt bekommen, nicht direkt an mich adressiert, also an einen Haushalt anscheinend, scheint anscheinend jeder zu bekommen. Also Informationen zur Covid-Impfpflicht in Österreich. Ja, da wird wieder erklärt, wieso die Pandemie ist, wie schlimm alles ist, Maskenpflicht, Homeoffice, Homeschooling. Wobei man natürlich nur hoffen kann, dass der Großteil der Schüler tatsächlich lieber in die Schule geht, als Homeschooling macht. Aber ich denke mittlerweile vielleicht schon. Dann steht halt auch da, 7 von 10 Personen haben sich impfen lassen. Fast alle von ihnen sind doppelt geimpft. Besonders gelobt werden dann natürlich die mit der 3 Impfungen. Und es wird sogar auch auf Omikron eingegangen. Da steht, die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass sich die derzeit in Österreich forschende Virusvariante Omikron wesentlich schneller verbreitet als bisherige Varianten. Ja, das scheint zu stimmen und sich daher viel mehr Menschen anstecken. Ein aktiver Impfschutz ist daher auch in Zukunft sehr wichtig für uns alle. Was aber interessant ist, ist Folgendes. Es wird auf die Zukunft verwiesen, obwohl ja Omikron gerade jetzt da ist. Und ich es ja gerade jetzt auch habe und nach wie vor in Quarantäne sitze und noch immer warte, dass ich endlich negativ werde. Ja. Und dann ist es auch ganz interessant, wie es dann mit der Gültigkeit dieser Impfzertifikate ausschaut. Also da steht anscheinend, mit 1. Februar 2022 ist das Impfzertifikat zur ersten Impfserie 2 Impfungen oder Genesung und eine Impfung nur noch 180 Tage gültig. Gleichzeitig das Impfzertifikat der Boosterimpfung, 3 Impfungen oder Genesung und 2 Impfungen ist weiterhin 270 Tage gültig. Es klingt für mich wie ein bisschen eine versteckte Werbung, lass dich zum dritten Mal impfen, weil bei einigen geht es noch immer um die dritte Impfung. Bei einigen anderen wird es schon bald die 4. Impfung werden. Aber weil schau, dann kriegst du ein Zertifikat, das 270 Tage lang gültig ist. Ja, und wie schaut es jetzt mit so bösen Verweigerern aus wie bei mir? Heißt es dann, wenn ich 2 Impfungen hätte, dann wird das trotzdem nur 180 Tage gelten, auch wenn meine dann noch gar nicht so lange her wäre. Ja, also irgendwie ist es halt interessant, wenn ich 3 Impfungen habe, obwohl es ja so eine dänische Studie gegeben hat, wo es eigentlich dann rausgekommen ist, dass de facto der Impfschutz eher ins Negative schon nach 3 Monaten abrutscht. Aber theoretisch, wenn ich 3 Impfungen hätte, dann wird der österreichische Staat sagen, das passt. Zumindest jetzt. Ob es dann im Herbst noch so ausschaut, auch das wissen wir nicht, weil ja schlussendlich der Gesundheitsminister, wie lange das gilt, ja nach Belieben verändern kann.
Aber ja, es macht, wie gesagt, vieles für mich nicht Sinn, aber ja, ist halt so. Und dann, was auch noch ganz wichtig ist, wird auch erklärt, warum braucht es eine Covid-19-Impfpflicht? Und das ist natürlich was, was mich wieder interessiert. Ja, warum eigentlich? Ja? Obwohl sich bereits der Großteil der Menschen in Österreich für eine Corona-Schutzimpfung entschieden hat, braucht es eine höhere Durchimpfungsrate. Nur so können wir die Corona-Pandemie erfolgreich eindämmen und unsere gewohnten Freiheiten zurückgewinnen. Auch das ist sehr interessant. Es wird auch nicht ganz genau beschrieben, was jetzt eigentlich Corona-Pandemie eindämmen sein soll. Ab wann ist sie denn eingedämmt? Ja. Derzeit ist es zum Beispiel so, beim AGES Dashboard, wenn ich da hergehe, Fälle auf den Intensivstationen sind 190. Ich habe vor einer Woche geschaut, da waren es auch um die 190. Es scheint sich nicht wirklich zu verändern. Das heißt, ab wann ist die Corona-Pandemie eingedämmt? Fragezeichen. Ist es, wenn nur mal noch eine Person auf der Intensivstation liegt? Wenn keine 600 dort liegen? Wenn 200 dort liegen? Keine Ahnung. Was genau ist das Ziel? Ja. Ich weiß es nicht. Steht auch nicht da. Ja, da steht dann auch noch, im Vorfeld fand eine breite Abstimmung auf politischer sowie gesellschaftlicher Ebene statt. Ja, eine politische Abstimmung hat stattgefunden. Der Großteil der österreichischen Parteien, die im Nationalrat sitzen, haben leider Gottes eben dafür gestimmt, obwohl es eigentlich schon längst absehbar gewesen sein sollte, dass das eigentlich überhaupt nicht mehr verhältnismäßig sein kann, weil diese Omikron-Variante nämlich bei vielen sehr milde Verläufe verursacht. Und noch dazu dann der Impfstoff gegen Omikron kommt, wo dann sowieso dann sehr viele schon dagegen geschützt sind, wenn sie Omikron hatten. Aber gut, so nur so viel dazu. Naja, auf jeden Fall eine Abstimmung auf gesellschaftlicher Ebene statt. Ich weiß nicht, wie man eine Abstimmung auf gesellschaftlicher Ebene machen kann. Offenbar scheint man nicht bemerkt zu haben, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen in Österreich. Also, ich weiß nicht, oder hat man sich gedacht, die sind jetzt alle für die Impfpflicht oder keine Ahnung, war das die Abstimmung? Ja, wie auch immer. Dann steht auch da, dass die Corona-Schutzimpfung wirkt, sieht man am Rückgang der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei geimpften Personen. Müsste man aber vielleicht auch dazu sagen, nicht nur allgemein Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, sondern in Bezug auf Covid-19-Erkrankung, schätze ich einmal. Ja. Allerdings ist auch da wieder die Frage, woher man das so genau wissen kann, weil ja grundsätzlich, wenn ich aufs AGES-Dashboard gehe, da wird ja kein Unterschied gemacht, ob die Menschen jetzt geimpft sind oder nicht geimpft sind, und dann gibt es ja auch ganz viele verschiedene Definitionen, wer fällt jetzt wie unter geimpft oder nicht geimpft, also da gibt es ja alle möglichen Varianten. Also im Endeffekt ist halt die Frage, haben Sie jetzt wirklich Zahlen, womit Sie das auch belegen können? Und das ist halt auch das, was eben noch spannend wird, wenn es jetzt vor dem Verfassungsgerichtshof geht. Da hat es ja auch diesen Brief gegeben, wo im Endeffekt einfach nur einen Haufen Fragen bezüglich der Zahlen gestellt worden sind, weil im Endeffekt wird jetzt die ganze Zeit irgendetwas behauptet und die Frage ist, auf welche Zahlen stützt sich das? Dann steht auch, die Impfung schützt jeden und jeden Einzelnen. Sie schützt unsere Spitäler vor Überlastung. Möglich, ist möglich. Man hofft doch, dass es tatsächlich bei einigen vor schweren Verläufen schützt. Aber wie gesagt, auch jetzt ist halt die Frage, nenne ich das jetzt eine Überlastung, was wir derzeit haben, oder nenne ich es keine? Und da kann ich aber nicht allein sagen, dass da nur die Impfung daran schuld ist oder der Grund ist, sondern es liegt halt vermutlich auch an dieser neuen Variante, die ja, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, ja doch irgendwo der Impfung zu verdanken ist, dass die eingeschleppt wurde, weil schlussendlich Geimpfte durften ja nicht reisen und man weiß auch relativ fix, dass die aus Südafrika gekommen ist mit dem Flugzeug. Naja, und dann wird sie wahrscheinlich mit Geimpften eingereist sein. Also eigentlich muss man sich da eh bedanken. Und das ist auch ein Verdienst der Flüssigkeit. Ja, und da steht dann auch, es braucht jetzt Zusammenhalt und das Mitwirken aller in Österreich lebenden Menschen, um uns allen die lang ersehnte Rückkehr in einen gewohnten Alltag zu ermöglichen. Helfen Sie bitte mit. Im Prinzip wird jetzt da suggeriert, dass man nur in dem, wenn man sich impfen lässt, eben solidarisch sein kann und mitwirkt für den Zusammenhalt.
und vielleicht, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Man muss sich aber ganz ehrlich schon die Frage stellen, wann jetzt eine Person 18 Jahre alt ist, außer es gibt immer Ausnahmefälle, die es wirklich ganz schlimm trifft. Ein 18-Jähriger, wie groß ist das Risiko wirklich, dass der das Gesundheitssystem mit Corona überlastet? Ja. Und auch wenn man sagt, ich kann meinen solidarischen Beitrag ja dann vielleicht im Sommer leisten, und dann muss man sich auch fragen, stellt sich vor, ich lasse mir die Flüssigkeit im Sommer verabreichen gegen das Omikron, das ich aber jetzt eh schon gehabt habe. Und im Sommer sind sowieso fast keine Coronaviren da, also es ist relativ wenig. Und dann, bis der Herbst da ist, ist da fraglich, ob überhaupt der Impfschutz überhaupt noch irgendwas bringt. Also bin ich denn solidarisch, wenn ich das im Sommer machen lassen würde? Fragezeichen. Aber ja, wer weiß, vielleicht wird das Ganze sowieso heißer gekocht, als es dann schlussendlich gegessen wird. Und ich glaube, wenn die Menschen immer mehr drauf kommen, dass viel nicht so viel Sinn ergibt, und dass es vielleicht auch nicht so klasse ist, wenn der Gesundheitsminister einem die Bürgerrechte jederzeit verkürzen kann, wie es gerade passt. Vielleicht wird man dann auch drauf kommen in der Regierung, dass das doch nicht der gangbare Weg ist. Aber es kommt schlussendlich alles auf die Leute drauf an. Und ich glaube auch, was sie mit sich machen lassen. Grundsätzlich, meiner Meinung nach, kann sich jeder die Flüssigkeit verabreichen lassen oder auch nicht. Wichtig, glaube ich, ist aber, dass jeder für sich selbst entscheiden kann. Ja, hoffen wir, dass das Ganze fällt. Und wenn nicht, dann muss man halt vielleicht so lange auf die Straße gehen, bis es fällt. Ja, gut, so viel dazu. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss und wir sehen uns.